Okay, dann starten wir mal. Ich mache mal das Entree, was ich sagen würde. Heute heißt es Quiz-Time, kreative Wissensabfragen mit Keynote erstellen. Ne? Wir beide, die eine und ich, wir sind nämlich beide Lehrer an einer Schule, nach Hannover an einer Gesamtschule. Wir arbeiten komplett mit Tablets schon jahrelang dort und nutzen das iPad natürlich in allen Fächern. Und mitunter macht es den Schülern auch mal sehr Spaß, gewisse Quizzes und ähnliches zu erstellen. Mit dem man mal so Abfragen machen kann, ihr werdet das gleich sehen und dafür kann man natürlich teure Apps kaufen, ne, die in App Store zur Verfügung stehen oder so. Oder aber man nutzt ein Bordmittel, was auf den iPads vorinstalliert ist, und zwar Keynote. Keynote ist zwar sonst ja, das unschlagbare Präsentationstool, ne, das ja viele sonst PowerPoint und ähnliches. Wir nutzen die Bordmittel des iPads morgens ganz gerne. Also aus dem einfachen Grunde, man kann es auf den Punkt bringen, sie sind kostenlos, sie sind einfach dabei bei den Geräten. Wenn man damit richtig umzugehen weiß, eröffnet auch im Keynote einem Welten, die man vorher gar nicht geahnt hatte. Und das werden wir heute mal ein bisschen vorstellen. Anne, was sagst du dazu? Ich gebe dir recht. Sehr schön. Tatsächlich ist das so, wie du das gerade schon beschrieben hast. Keynote ist auf dem iPad bereits vorhanden. Das heißt, jeder Schüler hat es, der ein iPad hat, jeder Lehrer hat es auch. Aber man muss lernen, damit umzugehen. Und es gibt nichts Schöneres, als das Ganze auch mal spielerisch oder außerhalb der Präsentationszone auszuprobieren, was da alles so funktioniert. Und um das Ganze so ein bisschen zu zeigen, was sie heute hier erwartet, oder vielleicht darf ich auch bei dem professionellen, wie sagt man, bei dem kollegialen Du Oh ja, ruhig. bleiben, was euch hier erwartet, das zeigen wir euch, indem wir mal ein kleines Quiz mit euch machen. Und ich werde bei den Slides ein bisschen erzählen, was wir uns dabei gedacht haben und wie wir das dann im Prinzip auch im Unterricht einsetzen. So, also es geht los. Ein kleines Quiz. Sie sind herzlich eingeladen oder ihr seid herzlich eingeladen, mitzumachen und mitzuraten. Als allererstes, ein schöner Einstieg immer in den Unterricht, ist ein kleines Bilderrätsel. Was versteckt sich wohl über diesem oder unter diesem Fragezeichen über dem Kopf des Babys? Und wenn das weggeht, genau, es ist ein kackender Hund. Richtig. Na gut, die Frage stellt sich natürlich immer, wie das nun angestellt worden ist. Es ist ja kein großes Geheimnis hierbei, in eine Keynote ein Foto, ein bisschen Text einzufügen. Aber das Geheimnis ist halt, dass diese Elemente, ne, mit den Antworten vorgegeben sind, auf Tipp verschwinden. Also die falschen in dem Fall. Genau das. Das werden wir Ihnen heute auch zeigen. Doch, oh Gott, ich bleibe gar nicht bei dem Man Du. muss erstmal reinkommen, ne? Eine wunderschöne Möglichkeit, Keynote auch als Wissensabfrage zu nutzen, ist ein Diktat. Man sieht hier das Ohr. Ich tippe einmal drauf und dann hört der Schüler, ich hoffe, Sie hören es auch, ihr hört es auch. Gott, vielleicht bin ich doch beim Sie. Meine Stimme, die nämlich gerade ein kleines Diktat vorliest. Damit hat der Schüler die Möglichkeit, selbstständig ein Diktat zu schreiben, in seinem eigenen Tempo Pausen zu machen, wenn er das braucht. Und vor allen Dingen, und das ist auch das Wichtige dabei, sich selbstständig anzugucken, ob sein Diktat auch stimmt. Das heißt, sich selber zu korrigieren. Das Ganze spielt gerade ziemlich schnell ab. Auch da lässt sich natürlich die Zeit einstellen, wie langsam die einzelnen Wörter auftauchen, um es einfach besser vergleichen zu können. Ich tippe mal einmal durch, so viel Zeit haben wir ja heute Ich nicht. könnte mal kurz ins Wort, auch hier wieder ganz einfach natürlich, dieses Diktat aufzusprechen. Das iPad hat ja ein Mikrofon integriert und über das Einfügen und die Audioaufnahme kann man dort auch in Fremdsprachen, muss ja nicht auf Deutsch das Diktat sein, kann ja auch Englisch, Französisch, Spanisch, weiß der Perfekte Überleitung Geier zum nächsten Slide. sein. Ne? Genau, eine ganz, ganz tolle Möglichkeit ist auch, einen Vokabeltest zu schreiben oder überhaupt die Schüler auf einen Vokabeltest vorzubereiten. Und zwar Vokabeln vorzulesen. Ich bin Mathelehrerin und Geschichtslehrerin. Ich bitte jetzt jeden Englischlehrer, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ich tippe also auf die 1, auf die 2 und auf die 3 und kann dann einmal die Vokabeln mitschreiben, inklusive Übersetzung, wie auch immer man seinen Fremdsprachenunterricht durchführt. Genau. Auch eine wunderbare Möglichkeit, Keynote einzusetzen. Dann geht jetzt natürlich mein Herz als Mathelehrerin auf. Hier an dieser Stelle ist Keynote super einsetzbar als Kopfrechenübung. Und zwar 5 mal 8. Wir geben jetzt mal vor, wir wüssten nicht die richtige Antwort und tippen auf 56. Und oh nein, der Schüler kriegt ein direktes Feedback. Leider falsch. Probiere es nochmal. Und
Wenn ich da einmal drauf tippe auf probiere es nochmal, komme ich wieder zurück zu dieser Slide und kann jetzt, gut, Chance war 50-50, ich tippe mal auf 40, was passiert? Super, alles richtig gemacht an dieser Stelle, richtige Antwort und ich kann weitergehen. Eine ganz tolle Möglichkeit auch im Geschichtsunterricht tatsächlich nutze ich gerne. Gerade die Schüler nutzen das auch gerne, um selber Quizze zu erstellen. Und zwar gibt es eine Zeichenfunktion. Das spielt sich jetzt unglaublich schnell ab, das weiß ich. Das kann man ein bisschen spannender gestalten, aber dann würden wir wahrscheinlich übermorgen noch hier sitzen. Die ersten haben es entdeckt. Was es ist, wer sich noch nicht sicher ist, der ist es sich vielleicht gleich, denn man kann auch dann die Lösung zeigen. Und richtig ist das Kolosseum Rom. Ich glaube, es hat jeder. Ich hoffe, auch meine Zeichenkünste haben. Da hat man schon gesehen, was es ist. Genau. Bilderrätsel. Ein schöner Einstieg. Ich glaube, die meisten haben sowieso schon erkannt, was es ist. Die Brille da drunter ist eindeutig zu sehen. Wenn nicht jetzt, Ron, Harry Potter. Auch ja gerade wieder ganz aktuell, dadurch, dass das Spiel auf den Markt gekommen ist und es heiß diskutiert wird, Oh ob man ja. das spielen darf oder nicht. Auch eine wunderbare Möglichkeit, mit Keynote eine Animation zu erstellen, um die Schüler ein bisschen raten zu lassen, als Einstieg in ein neues Thema oder Vokabeln verraten. Unzählige Möglichkeiten gibt es da. Neben Sprachaufnahme lässt sich auch ein Video hier bei Keynote verwenden. Auch eine tolle Möglichkeit, Rätsel zu erstellen. Ich habe jetzt mal eins aus dem Internet genommen, was zur Verfügung stand. Ich glaube, es kennt jeder, der älter ist als unsere Schüler. Und zwar ein wunderbares Video-Dings da. Glaube ich, hieß es, ne? Man sieht schon, die Kinder erzählen, was ein Butler ist. Das war die Lösung des Ganzen. Das Tolle an YouTube-Videos, wenn man die bei Keynote einfügt über einen Link, ist nämlich, es gibt keine Werbung. Ist großartig. Das ist eine ganz, ganz tolle Funktion und das ja, kann man sich immer mal wieder zu eigen machen. Und als allerletztes noch mal eine kleine Animation. Ich tippe mal weiter. Genau, wo befindet sich Erfurt? Erdkundeunterricht, tolle Möglichkeit, sowohl selber kreiert von Lehrern als auch von den Schülern kreierte Wissensabfragen, wo findet sich Erfurt? Also zu gucken, ob man richtig liegt, ob man die Landeshauptstädte richtig gelernt hat, wie auch immer. Genau, also das ist das, was Sie heute hier erwartet. Das wollen wir ein bisschen zeigen, wie man das alles animiert, wie man das alles erstellt. Und ja, Und starten wir einfach mal. dann würde ich sagen, starten wir mal. Das allererste ist es natürlich, Numbers öffnen. Ach Quatsch, Numbers, Keynote. Ich bin hier Kino. schon beim nächsten Seminar. Keynote. Keynote öffnen lässt sich über mehrere Möglichkeiten. Entweder man hat es direkt schon hier auf der Startfläche. Wir haben das hier unten in der Menüleiste. Keynote ist dieser kleine, ich will mal sagen, Notenständer dazu, aber das heißt ja Fachausdruck, ne? Ist das ein Mal. Präsenterständer oder so, weil der Presenter da dran steht? Oder Klingt besser als ein Pult, Notenständer. vielleicht ein Ein Pult, Rednerpult? ein Rednerpult, das war der Begriff. Rednerpult, genau, einmal hier. Andere Möglichkeit, auch immer schön, wenn man nicht es direkt sieht, ist, Hilfe. Einmal den Bildschirm runterziehen und hier Keynote eingeben. Und da sieht man schon, es öffnet sich hier ein Top-Treffer, Keynote, einmal drauf tippen. Und wenn jetzt alles gut geht, oh, kommen wir auf unsere Keynote, da wollen wir gar nicht drauf. Also, genau. Dann ist man einmal eventuell in seiner iCloud Drive oder auf seinem iPad und tippt hier oben auf das Plus. Und damit kann man eine neue Keynote erstellen, auf Thema auswählen. Und wir bleiben ganz einfach. Wir tippen an dieser Stelle einfach auf Standard Weiß und können dann hier verschiedene Möglichkeiten selber kreativ zum Ausdruck bringen. Genau, also den Titel der Präsentation kann man einstellen. Man tippt einfach mit einem Doppelfingertipp da drauf und kann das Ganze jetzt Quiztime nennen.
Wie auch immer man seine Präsentation nennen möchte oder vielleicht auch das dazugehörige Fach, das dazugehörige Thema. Ich glaube, das Prinzip ist klar, für die allermeisten wahrscheinlich auch nichts Neues. Wir wollen jetzt eine neue Folie einfügen. Das tut man, indem man hier unten auf dieses Plus einmal tippt. Und dann hat man schon die verschiedensten vorgegebenen Möglichkeiten, was man gerne hier machen möchte. Wenn Sie sich noch an unser kleines Quiz erinnern, wir hatten ja am Anfang den kackenden Hund, der ist wahrscheinlich in Erinnerung geblieben. Das heißt, wir haben ein Foto, was wir haben, plus eine Frage. Da könnte man jetzt an dieser Stelle zum Beispiel schon vorgegeben einmal Titel und Foto 2 nehmen oder hier diese Möglichkeit, sodass man an der Stelle schon ja eigentlich das Layout schon gegeben hat. Wir tippen auf eins von den beiden drauf. Genau. Jetzt Foto vorgegeben, da kann man hier einmal auf Foto oder Video auswählen gehen, auf Foto oder Video selber erstellen oder einfügen von Dateien. Ich habe das schon einmal in meinen Dateien abgespeichert. Hat folgenden Tipp, vielleicht so ein kleiner Tipp auch aus der Praxis. Tatsächlich mache ich das ganz gerne, dass ich die Unterrichtsmaterialien in Ordnern speichere und nicht unter Fotos. Vor allen Dingen für auch all die wichtig, die ein privates iPad mit in der Schule haben und daran arbeiten, also kein Schul-iPad. Denn da kann natürlich immer mal sein, dass ein privates Foto darunter ist oder aber auch vielleicht andere Schüler, von denen man mal ein Foto hat oder irgendwas aufgenommen hat. Also wenn man da so ein bisschen auf Datenschutz achtet, ist es am einfachsten, seine Unterrichtsmaterialien immer in Dateien abzuspeichern, sodass man an der Stelle einfach besser drauf zugreifen kann. So, genau. Ich habe das Ganze hier in einem Ordner unter Fotos Keynote gespeichert. Da tippe ich einmal drauf. Da sieht man jetzt verschiedene, die haben sich noch nicht geladen. Ich glaube, es ist. Ja, kommen Sie ja zum Glück. Genau, da kommen Sie schon und es hat sich eingefügt. Gut, was brauchen wir jetzt noch? Wir müssen natürlich einmal den Hund ab- oder verdecken. Das macht man, indem man hier oben auf das Icon tippt mit dem Kreis und dem Viereck. Dann gibt es verschiedene Objekte. Wir nehmen ein ganz einfaches Viereck. Verdecken einmal den Hund. Und wenn man jetzt da drauf tippt, wieder mit dem Doppeltipp, mit dem Finger, dann hat man hier verschiedene Möglichkeiten. Man kann ein Fragezeichen einfügen. Man kann auch über die Emojis zum Beispiel ein Fragezeichen einfügen. Wenn man hier auf diese Lampe ganz unten gibt, dann dann gibt man schon verschiedene Fragezeichen. Das ist dann hier drin. Genau. So, Fragezeichen haben wir schon mal. Man könnte jetzt natürlich noch die Größe verändern. Das macht man, indem man das Fragezeichen markiert. Das geht übrigens auch bei Emojis, nicht nur bei Schrift. Und dann einmal hier oben auf den Pinsel tippt. Dann kann man hier, hat man hier verschiedene Möglichkeiten. Wenn man auf Text, also das in der Mitte, die Menüleiste tippt, dann kann man hier über Größe, über Plus, Minus. Oder man kann auch auf die Zahl drauf tippen und dadurch die Einstellung machen oder vornehmen. Und dann, wenn man hier ein bisschen auf Plus tippt, dann merkt man schon am Rand, das Fragezeichen wird immer größer. Schön ist ja auch, dass diese Funktionen bei Pages, Keynote und Numbers immer gleich sind. Ne? Also Genau. es wiederholt sich ja in der Hinsicht und ist nicht unterschiedlich, sodass die Bearbeitung quasi, wenn man damit, sich mit einem Programm mal auseinandergesetzt hat, das andere Programm gar nicht so weit weg ist. Genau. So, jetzt als nächstes müssen wir unsere Frage hier einfügen. Man sieht hier schon Folientitel. Wenn ich da einmal drauf tippe, dann ist auch dieses Textfeld markiert. Das erkennt man bei Keynote immer daran, dass das Ganze blau umrandet ist und mit diesen Punkten, die man in den Ecken sieht und in den mittleren Seiten, bei denen man auch so ein Textfeld immer größer und kleiner stellt. Auch das ist immer das Gleiche bei den bordeigenen Apps. Wenn man da einmal auf das Word doppelt tippt, dann kann man hier zum Beispiel die Frage stellen, was versteckt sich unter dem Fragezeichen. Genau. Als nächstes empfehle ich bei einer Keynote tatsächlich kein Textfeld zu nehmen, weil man da einfach zu viel Einstellung machen muss. Ich würde jetzt zum Beispiel noch die Farbe ändern oder alles in dieser Art. Deswegen tippe ich einmal auf das Textfeld drauf und auf Löschen.
Damit kann man auch alle Elemente, die man hat, direkt wieder löschen, wenn man sie merkt, man möchte sie doch nicht haben. Und füge jetzt wieder ein Objekt ein. Das heißt, ich tippe wieder hier auf Kreis und Viereck. Text möchte ich nicht. Ich tippe mal wieder auf eins der Objekte. Ändere vielleicht die Farbe. Schwarz an der Stelle nicht so schön. Alles an Farben, Schriftarten, Größen kann man immer ändern über den Pinsel. Auch das ist bei allen Board-Apps dasselbe. Und hier könnte man jetzt schon mal eins dieser vorinstallierten oder Farben nehmen, wenn man das Ganze möchte. Man kann aber auch hier, wenn man auf Füllung tippt, dem Ganzen eine andere Farbe geben. Da kann man einfach so ein bisschen hier durchsliden oder man geht auf Farbe, Verlauf, kann auch ein Bild einfügen. Ich nehme jetzt einfach mal Pink. Sehr beliebte Farbe. Ja. Ist zumindest deutlich zu sehen. Genau. Jetzt kann man eine Antwort eingeben, zum Beispiel ein Hund. Es wäre sinnvoll, noch ein zweites zu erstellen. An der Stelle kann man natürlich wieder hier oben über Objekte gehen und ein neues einfügen. Ich möchte Ihnen aber an der Stelle einmal zeigen, wie man so ein Textfeld dupliziert. Ich tippe einmal auf dieses Objekt, stimmt gar nicht, gehe auf Kopieren, tippe daneben aufs Weiße, zweimal hintereinander und auf Einsetzen und damit, et voilà, einmal dasselbe Textfeld. Du musst jetzt natürlich wieder eine Antwortmöglichkeit hingeben oder eingeben. Man könnte jetzt sagen, ein Rosenbusch. Genau. So, als nächstes müssen wir jetzt natürlich das Ganze animieren. Denn wir wollen ja, dass einmal das Fragezeichen, ne, das Feld mit dem Fragezeichen weggeht und die richtige Antwort auch stehen bleibt. Und das macht man folgendermaßen. Einmal drauf tippen. Jetzt öffnet sich wieder diese Menüleiste und jetzt muss man hier nach rechts einmal weiter tippen und dann gibt es die Möglichkeit, auf Animieren zu tippen. Und wenn man das jetzt getan hat, dann ist man in diesem ganzen Modus von Animation, der Folie, der Objekte. Man kann Reihenfolgen einstellen, all diese Sachen. Und vor allen Dingen kann man entscheiden, fügt sich das Ganze hinzu, ist das eine Aktion oder gibt es einen Abbau? In dem Fall entscheiden wir uns für Abbau. Wir wollen natürlich, dass die Folie einmal da ist und ganz am Ende Dinge, dem Fall herausfliegen. Da gibt es unglaublich viele Möglichkeiten. Bitte nicht erschrecken, wie man hier sieht. Und wenn man einmal hier mal so weiter nach rechts, man hat das Gefühl, es gibt gar kein Ende. Und für Schüler ist das natürlich auch mal besonders schön, wenn ich jetzt hier sehe Blitzlichter, Flamme, Konfetti, Funken, Komet auseinanderfallen, gar nicht gerne weiter darauf eingehen. Man kann einfach schön ausprobieren. Und wir machen an der Stelle einfach mal auf Verschwinden. Einfach easy peasy, das Ganze Ich verschwindet. würde Sie auch raten, das nicht zu wild zu gestalten. Ich hatte schon Keynotes von Schülern gesehen, die versuchen, möglichst viele Effekte in so eine Sache reinzubringen. Ich finde persönlich, das lenkt mehr ab, als dass es irgendwie einen Mehrwert generiert. Und da verschwinden oder hinaushuschen oder wie das heißt, hinaus bewegen heißt es, glaube Hinaus ich, bewegen, genau. na, ist da so sehr, sehr, sehr straight by, dass das gar nicht so doll ablenkt dann. Richtig. Wäre auch tatsächlich mein Tipp. Als nächstes müssen wir noch den Rosenbusch animieren. Einmal drauf tippen, wieder auf Abbau hinzufügen gehen. Und in dem Fall können wir ja auch mal hinausfliegen nehmen. So, und jetzt müssen wir das Ganze auch in die richtige Reihenfolge bringen, oder zumindest überprüfen, ob wir die richtige Reihenfolge haben. Dafür sieht man hier oben einmal die Möglichkeit, ja, wie so eine Listendarstellung eigentlich. Da tippen wir mal drauf. Und jetzt sieht man, wo ist denn der Rosenbusch? Warum ist er nicht da? Hast du nicht bestätigt, vielleicht? Ich such noch Noch drauf? mal. Nee, ist da. Ich komme da gleich. Ach, da ist er. Oha. Hat zu lange gebraucht, der Rosenbusch, das Hinausfliegen. Genau, und da sieht man schon an der Stelle, ne, als allererstes verschwindet
Das Fragezeichen, als zweites dann der Rosenbusch. Man sieht auch, was passiert. Das Ganze funktioniert nach per Tippen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Da muss man immer sich ein bisschen ausprobieren und gucken, wie das, was einem so am besten gefällt. Das Ganze ist also Verschwinden nach Tippen. Das heißt, die Schüler haben die Möglichkeit, ein bisschen rumzuraten. Was könnte dahinter sein? Man kommt vielleicht auch ins Gespräch, ne? Dann tippt man einmal drauf, dann verschwindet das Ganze. Wenn man jetzt zum Beispiel auf einen Rosenbusch geht, hat man auch noch mehr Möglichkeiten, nämlich einmal mit Animation oder nach Animation. Das heißt, es funktioniert automatisch. Ich könnte jetzt also einstellen, ne? Das Fragezeichen verschwindet und nach dieser Animation 1 mit einer Verzögerung vielleicht von einer Sekunde, dann geht auch der Rosenbusch raus. Automatisch, muss man dazu Genau, sagen, ne? automatisch. Das ist der Sinn des Ganzen. Das Ganze kann man sich einmal als Vorschau zeigen lassen. Das mache ich mal hier an dieser Stelle. Man sieht, zack, weg. Die Antwort bleibt bestehen. Sehr einfach gemacht und sehr ansehnlich dabei. Richtig. Also finde ich zumindest. Vor allen Dingen durch das Rosa. Gut. Das Ganze, diesen ganzen Modus, diesen Animationsmodus beenden wir, indem wir hier einmal auf Fertig tippen. Und damit haben wir schon die erste Möglichkeit, um Wissensabfragen zu erstellen. Wir können jetzt an dieser Stelle also ein Foto einfügen. Wir können auch schon Objekte animieren. Das ist schon mal ziemlich viel, damit kann man schon relativ viel anfangen. Ich würde als nächstes einmal zeigen, wie man eine Sprachaufnahme einfügt. Genau. Und das macht man folgendermaßen: Man tippt wieder unten auf ein Plus, kann sich jetzt an dieser Stelle eine Folie seiner Wahl oder vielleicht auch eine komplett leere Folie, die ist immer ganz unten, einmal aussuchen und könnte jetzt von sich aus einen Text seiner Wahl eingeben. Da könnte man zum Beispiel, wenn wir da noch mal an das Diktat denken, da könnte man jetzt wieder ein Textfeld eingeben. Ich gebe mal hier auch wieder auf Kreis und das Viereck und auf Text. Das ist hier schon mal einmal, oh, Hilfe, drauf tippen. Der blaue Cursor bewegt sich, das heißt, das ist jetzt meine Möglichkeit zu schreiben. Und ich gebe ein, schreibe. Oh, Hilfe, was ist denn hier los? Ja, der ist am Anfang mal so doof schmal. Du musst ihn ein bisschen breiter ziehen. Schreibe die Vokabel auf und übersetze sie. Und dann ziehe ich das Ganze mal breit. Sogar geschafft, richtig zu schreiben bei dieser untereinander. Und kann jetzt natürlich wie immer über meinen Pinsel auch das Ganze oder den ganzen Text bearbeiten, kann es größer stellen, kleiner stellen, wie man auch möchte. Das ist eine Möglichkeit, einen Text einzufügen, wenn man gerade kein Textfeld oder kein vorgegebenes Textfeld hat. Gut, also jetzt Sprachaufnahme. Man tippt hier einmal auf das Symbol oder das Icon eines Fotos. Und jetzt hat man verschiedene Möglichkeiten, denn das ist die Möglichkeit, alles Mögliche einzufügen. Einmal Foto oder Video über die Foto-App. Also all das, was man in seiner Foto-App hat. Man kann über Kamera selber ein Foto aufnehmen. Man kann ein Audio aufnehmen, das zeige ich gleich einmal. Man kann ein Live-Video starten, man kann ein Web-Video, das heißt das YouTube-Video zum Beispiel aufnehmen. Oder man kann über Einfügen von zum Beispiel auch auf die Datei zugreifen und von dort ein Foto einfügen. So, ich zeige Ihnen einmal, wie man ein Video oder wie man ein Audio aufnimmt. Also einmal hier auf Audio aufnehmen tippen. Und dann sieht man wieder, man ist in diesem Modus. Das sieht man immer durch diese blaue Menüzeile oben. Und wenn man hier unten auf Aufnahme tippt, dann nimmt das Ganze hier nämlich einmal auf. Auf Stoppen ist die ganze Aufnahme gestoppt. Man kann sich über Vorschau das Ganze anhören. Über Bearbeiten kann man jetzt zum Beispiel das Ganze auch kürzen, sodass man vielleicht nur einen Teil, wenn man zu viel aufgenommen hat, weil man sich versprochen hat, wie auch immer. Das kann man alles auf jeden Fall hier nochmal bearbeiten. Und wenn man das Ganze dann oder wenn man damit zufrieden ist, über Einfügen hier einmal speichern. Jetzt gibt es folgendes oder nee, was heißt folgendes Problem? Ist jetzt vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen, aber an dieser Stelle ist, wenn man
das Ganze präsentiert über Keynote, ist es immer folgendes Problem, dass man diesen Lautsprecher, den Sie jetzt sehen, wenn man da einmal drauf tippt, der ja dann auch das, was ich gerade aufgenommen habe, einmal abspielt, nicht sieht. Das heißt, man tippt irgendwo auf diese Keynote und auf einmal spielt sich was ab. Wenn man das aber Ganze gezielt haben möchte, muss man im Prinzip einen kleinen Umweg gehen. Man muss nämlich ein Symbol hinzufügen, zumindest mache ich das immer so. Man geht also wieder auf Kreis und Viereck und kann jetzt entweder ein Symbol wählen, was hier schon über einfach vorhanden ist. Man kann hier so ein bisschen suchen. Ne? Wenn man zum Beispiel auf Bildung geht, sieht man auch schon einiges, was vielleicht dafür interessant ist. Ich nehme mal hier ja, Lautsprecher ist es nicht, wie nennt man das? Ein Mikrofon. Sprachrohr. Sprachrohr, genau, Sprachrohr, das passt vielleicht ganz gut zu so einer Aufnahme. Und wenn ich jetzt an dieser Stelle über diesem Sprachrohr meine Aufnahme drauflege und anschließend auf Keynote abspielen klicke, und diese Folie sehe, ist nämlich dann der Fall, der Schüler tippt auf dieses Sprachrohr drauf und hört genau dann die Vokabel, die ich haben möchte. Also dieser kleine Tipp muss man bei Vokabeltests auf jeden Fall beherzigen. Genau, das ist eine Möglichkeit. Man könnte jetzt natürlich aber auch ein Video einspielen, was man vielleicht selber erstellt hat oder aber was vielleicht bei YouTube zu finden ist. Ich zeige einfach mal prophylaktisch und schon alleine aus Zeitgründen, wie man ein Video einfügt. Genau, Video einfügen. Zuerst muss man sich ein Video raussuchen, das heißt am besten über Safari. Ich hoffe, dein iPad ist vorbereitet, Marc. Stimmt. News, sehr gut. Genau, einmal auf YouTube gehen. YouTube oder Vimeo, das sind die Möglichkeiten, Links einzufügen, wobei ich habe meinen Lebtag noch nie Vimeo gebraucht. Tatsächlich ich auch nicht. Weiß ich nicht. Was passiert, wenn ich Englisch-Vokabeln eingebe? Na, wir werden sehen, aber ich denke mal, YouTube. Englisch-Vokabeln lernen im Spaß, habe ich gerade. Ah, das ist doch schon Freund. richtige englische Verben. Das könnte man jetzt an dieser Stelle natürlich abspielen. Das wollen wir gar nicht. Aber was ich brauche, ist dieser Link, weil den finde ich total toll. Ich möchte, dass die Schüler den abspielen. Dann tippe ich hier einmal auf Teilen. Das sieht man an dieser Stelle. Und jetzt kann ich diesen Link kopieren. Ganz einfach, tatsächlich ganz einfach. Ich tippe nämlich einfach auf Kopieren. Jetzt ist er in der Zwischenablage. Ich gehe zurück. Ich mache da gerne tatsächlich den Doppeltipp auf den Home-Button. Kann jetzt wieder auf Kino tippen. Hier oben auf mein Icon mit den Fotos und kann auf Webvideo gehen. Und an der Stelle, er sagt ja schon, oder das iPad sagt ja direkt, Videos von YouTube und wie gesagt Vimeo, ne? URL eingeben, einmal reintippen, einsetzen. Und da ist auch schon mein Webvideo, man sieht es. Und vor allen Dingen, wie gesagt, das Ganze ohne Werbung. Einfügen und damit ist es drin. Man sieht wieder diese blauen Punkte. An der Stelle kann ich das Ganze jetzt größer und kleiner ziehen. Und wenn ich einmal reintippe, festhalte, kann ich das auch nach links und rechts ziehen. Genau. Großartig. Also YouTube hat ja eine Menge Blödsinn natürlich parat, ne? Aber wenn man mal richtig sucht, kann man auch tolle Sachen rausfinden. Ich nutze das gerne für meinen Unterricht, ich sehe du auch. Ich nutze Ne? das tatsächlich sehr, sehr gerne, aber auch gezielt. Das heißt, es ist oftmals eher so, dass ich raussuche und den Schülern zuspiele. Auch gerne tatsächlich über so eine Keynote, weil Werbung, muss ich ganz ehrlich sagen. Tatsächlich. Und man muss jetzt hier dazu sagen, das Video ist jetzt nicht offline verfügbar, das ist also nicht rauskopiert aus YouTube. Nein, es verlangt weiterhin eine Internetverbindung, weil YouTube verhindert das, dass diese Videos runtergeladen werden. Man ist auf der sicheren Seite dann auch dabei, denn YouTube lebt ja von Werbung dann halt. Gut, das wird hier ausgeblendet, aber das ist, warum das so ist, kann ich gar nicht genau sagen. Aber auf jeden Fall, die Werbung wird jetzt hier nicht gestartet dann bei. Aber wie gesagt, es verlangt eine Internetverbindung. So Schulen, die mit Internet noch nicht so stark dabei sind, ne, mussten hier zusehen, dass auf jeden Fall irgendwo sie sich im WLAN befinden. Aber für die Möglichkeit bedeutet mehr Arbeit für den Lehrer tatsächlich. Aber für die Möglichkeit kann man ja auch hier wieder ein eigenes Video einfügen. Dann muss der, in dem Fall zum Beispiel dann der Englischlehrer, ein Video selber oder eine Sprachaufnahme selber aufnehmen. Kann man auch ein schönes Schülerprojekt von machen, dass man also so Videos erstellen lässt. Ne, zu Vokabeln, verschiedenen Vokabeln, was man zu Hause hat, ne, und dann ein Foto davon einfügt oder ähnliches. Das Ganze in iMovie dann als Film macht oder ähnliches. Da gibt es ja
verschiedene Möglichkeiten, aber das würde heute Kann den man ja Rahmen auch, ich sprengen. wollte gerade sagen, kann Ja. da noch 5000 andere Dinge machen, aber auch zum Beispiel im Matheunterricht mache ich das sehr, sehr gerne, Kopfrechenübungen oder Hauptrechenübungen, sich Aufgaben stellen, genau über sowas. Ist das eine super Möglichkeit und ganz am Ende, ich hoffe, wir kommen noch dazu. Theoretisch hätten wir noch eine Minute Zeit, aber wir werden ein bisschen länger brauchen, glaube ich. Das Ganze kann man natürlich auch als Film exportieren. Eine Sache möchte ich auf jeden Fall noch zeigen, und zwar die Möglichkeit der Zeichenfunktion. Die ist nämlich ganz, ganz großartig. Gerade für Schüler, die kreativ sind und die sich auch mal mit kreativen Dingen einbringen möchten in den Unterricht, finde ich, das ist eine ganz, ganz tolle Möglichkeit und die nutzen sie auch unglaublich gerne. Ich füge noch mal eine leere Seite ein. So, und dann für die Menschen wie mich, die gar nicht zeichnen können, gibt es nämlich jetzt eine großartige Möglichkeit, dass man ein Bild einfügt. Ich gehe mal an meine Dateien, das heißt wieder auf dieses Foto-Icon, einfügen von. Und dann sieht man hier wieder meine Fotos aus der Keynote. Und nehmen wir denn hier mal, wir können ja mal Harry Potter malen. Wie gesagt, malen kann ich gar nicht. Ich habe aber einen Stift und ich habe ein iPad. Und da werden wir mal gucken, wie das geht. Also einmal mit dem Stift hier reintippen. Ich habe ihn extra geladen vorhin. Jetzt streikt er. Ach, Herr Jemine. Asche über mein Haupt. Wann muss ich mit dem Finger malen? Das wird ja noch schlechter. Warte. Tja, jetzt hängen wir hier auf den. Halt er denn nicht? Bist du sicher, dass es der war? Ich bin mir sicher, sonst lade ich noch bei dir noch mal ganz kurz. Na, so ein Fauxpas, natürlich immer, wenn es live ist, geschieht sowas. Da merkt man auch, dass es live ist. Und es meldet da, er hatte 1%. Naja, koppeln hättest du gerade nicht sollen, weil wir können jetzt nicht mehr hier koppeln. Ach Mist, jetzt Na? ist eh zu spät. Gut, haben wir die Sache mit dem Stift gerade. Okay, aber was man sich überhaupt vorstellen kann, ich weiß gerade, wo die Funktion mit dem Finger zu malen, warum die jetzt seit diesem. Wahrscheinlich, weil hier drüber, hier jetzt, einmal kurz durch. Ich glaube, es geht nicht, weil wir da drin sind. Aber der hatte tatsächlich nicht mehr viel kurz davor. Aber ein letztens, wir nehmen einfach auf Zeichnen. Zeichnen. So, und jetzt haben wir's. Gott sei Dank. Fingerzeichnen. Fingerstift, es wird jetzt halt nur noch weniger schön. Genau, also einfach zeichnen an dieser Stelle. Hier nachzeichnen. Ich glaube, die Brillengläser von Harry Potter, die sieht man, ein Ohr, ein paar Haare. Ich sag ja, es wird nicht schön. Und ein kleiner Blitz auf der Stirn. Ich glaube, das reicht. Jetzt würde man an dieser Stelle wahrscheinlich tatsächlich schon erkennen, dass das Harry Potter ist. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Vielleicht mache ich noch eine Nase und einen Mund. Auf jeden Fall tippe ich einmal oben auf Fertig. So. Dann mache ich jetzt Folgendes. Und zwar einmal animiere ich meine Zeichnung. Das heißt, ich tippe einmal auf diese Zeichnung. Die muss animiert sein. Man sieht das ja auch. Das Foto ist jetzt nicht angetippt. Nach rechts tippen hier auf den Pfeil, animieren. So, und jetzt gibt es die Funktion. Ich glaube, sie ist über Aktion hinzufügen. Ich suche sie jedes Mal aufs Neue. Ich meine, es ist Aufbau Ich glaube, du hast recht, es ist Aufbau. und Siehst du? dann Linie Linien, zeichnen. genau. Das ist nämlich das ganze Geheimnis. Und wie man jetzt schon sieht in der Vorschau, an dieser Stelle wird die Linie gezeichnet. Das möchte ich an dieser Stelle ein wenig langsamer haben. Wenn man einmal hier auf Linie zeichnen tippt, öffnet sich ein neues Menüfeld und da sieht man schon Dauer 4 Sekunden. Möchte man es ein bisschen spannender machen, kann man das Ganze bis 60 Sekunden stellen. Möchte man es schneller haben, kann man es dementsprechend kürzer stellen. Das Ganze soll auch per Tippen oder aber man sieht hier nach Übergang mit Verzögerung, das habe ich ja eben gerade schon einmal gezeigt, einstellen. Einmal auf Fertig tippen und jetzt natürlich wollen wir die Spannung ein wenig erhalten. Das heißt, wir müssen das Bild dahinter löschen. Wenn wir da einmal drauf tippen, sieht man auch so, ich kann es hin und her bewegen. Aber es ist Harry Potter Ich tatsächlich. sag doch, so schlecht dank des iPads. Und damit hat man ein kleines, ja, Montagsmaler-Rätsel, wenn man so möchte. Genau. Großartig. Ich sehe, unsere Zeit ist abgelaufen mittlerweile schon. Ja.
Na, wir könnten bestimmt noch eine halbe Stunde locker noch mehr hier zeigen, aber ich glaube, ein Großteil ist gezeigt auf jeden Fall. Ja, an der Stelle würde ich auf jeden Fall eine Sache noch zum Abschluss bringen, denn die Frage ist natürlich oft, wie kriegt man das jetzt an den Schüler? Eine Möglichkeit ist natürlich das Ganze vorne über, kommt jetzt drauf an, wir haben überall in allen Klassenräumen riesengroße Ja, Displays, Displays. Bildschirm. Ich wollte gerade sagen, ich sage immer Fernseher, dann kriege ich immer Ärger von Marc, das Ah, ist es ist das? Displays, aber ich vergesse es trotzdem jedes Mal aufs Neue. Auf Displays abzuspielen, per Airplay, aber man kann das Ganze natürlich den Schülern auch so zur Verfügung stellen. Gerade, ich habe ja auch darüber gesprochen, dass man Vokabeltests, Diktate schreiben kann oder aber auch den Schülern zum Kopfrechnen üben, das Ganze aufs iPad spielen, dass sie in ihrem eigenen Tempo üben können, sich selber auch kontrollieren können. Und dann brauchen sie auf ihrem iPad und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und zwar, wenn man hier einmal auf, neben der Präsentation, übrigens kann ich jedem nur empfehlen, an dieser Stelle dem Ganzen auch immer gleich einen Namen zu geben, indem man zum Beispiel auf Umbenennen tippt, es in den richtigen Ordner bewegt. Ordnerstruktur, ja, sollte Ordnerstruktur. man. Ja, wir hatten es gestern, das Thema, ich kann es nur empfehlen. Und jetzt auf Exportieren tippen. So, jetzt hat man schon verschiedene Möglichkeiten. Man kann das Ganze als PDF exportieren. Das macht natürlich wenig Sinn, wenn man Animationen hat. Man kann das aber auch, und das ist eine wunderschöne Möglichkeit, als Film exportieren oder als GIF. Ein GIF ist im Prinzip, naja, eigentlich Fotos, also Bilder, die immer hintereinander wiederholt werden, in Dauerschleife. Ist auch manchmal sinnvoll. Manchmal ist aber auch ein Film schön. Wenn man hier einmal auf Film tippt, dann hat man verschiedene Möglichkeiten, Auflösung, Bildrate. Man kann einzelne Folien auch nur sagen, dass man die als Film erstellen möchte. 1 bis 4 sind es in unserem Fall, weil wir nur 4 haben. Wenn man jetzt sagen möchte, Folie 1 bis 5 von 20 möchte ich nur erstellen, weil ich einfach schon vorgearbeitet habe und schon den ganzen Haufen an Vokabeln zum Beispiel vorbereitet habe. All das sind Möglichkeiten, die man hat in dem Moment. Und man kann, wenn man, je nachdem, wie man seine Folien animiert, wenn man zum Beispiel über Tippen arbeitet, das heißt, dass die Folie erst dann weitergeht, wenn ich einmal drauf tippe und ich möchte jetzt daraus doch einen Film machen, dann hat man hier auch die Möglichkeit, über diese zwei unteren Funktionen einzustellen, wie lange so eine Folie oder wie lange eine Vokabel oder ein Wort, eine Rechnung zu sehen ist. Dann tippt man auf Exportieren. Und dann sieht man schon, aus dieser Präsentation wird ein Film erstellt und dann fragt er mich hoffentlich, wenn alles gut geht, gleich noch, wie ich das Ganze abspeichern kann oder teilen kann. Das kann ich über AirDrop machen, das heißt, ich kann meinen Schülern per AirDrop das Ganze zuschicken. Ich kann es über Nachrichten machen, falls man das macht, per Mail versenden. Ich kann das ganze Video sichern. In der Fotos-App, ne, Video sichern immer über Fotos oder das Ganze in einer Datei abspeichern. Genau. Das war schon die ganze Magie des Ganzen. Ja. Ja, also ja, gern genommen, in den Unterricht natürlich ein bisschen Arbeit, das einmal zu erstellen, finde ich, aber das ist ja archivierbar auf jeden Fall. Und glaube, die Vokabeln, die kommen jedes Schuljahr aufs Neue, sodass man, wenn man das einmal natürlich archiviert hat in der Schule selber und weiter in den nächsten Jahrgang gibt, glaube ich, sind die dankbar, neues Material zu haben. Und eine Sache darf man dabei nicht vergessen. Ich habe das jetzt gerade aus einer Lehrersicht präsentiert. Für Schüler ist es auch sehr sinnvoll, gerade wenn man am Anfang steht mit Keynote und die Funktionen üben muss. Weil wir wollen ja eigentlich, dass die Schüler sich auf das Präsentieren konzentrieren, wenn sie eine Präsentation erstellen oder beziehungsweise überhaupt erstmal Inhalte erarbeiten, das Ganze zu einer Präsentation erstellen und danach präsentieren und weniger sich mit den verschiedenen Funktionen mit Keynote auseinandersetzen. Und gerade da ist es super, wenn sie diese Funktionen immer wieder üben und auffrischen in einer anderen Aufgabenform. Und nebenher lernen sie noch Vokabeln, Genau. ne? Ist ja der Wahnsinn. Aber ich glaube, jetzt sollten wir langsam mal Richtig. in die Fragerichtung kommen. Ne? Ist etwas im Chat
aufgetaucht. Da haben wir unseren Moderator. Ja, ich habe da so ein paar Sachen. Es kamen ein paar identische Fragen, ein paar konnte ich schon beantworten. Eine Frage, die mehrmals aufgeploppt war, ob man diesen Foliensatz, den ihr da genommen habt, also die Folie, ob man die in irgendeiner Form bekommen könnte, dass ihr die irgendwie freigebt, irgendwo drüber, eine Plattform oder ähnliches. Die, die wir gerade erstellt haben, oder die, Ich glaube, da ging es darum, was ihr am Anfang so kurz in der Slide gezeigt habt, wo die verschiedenen Sachen eben aufgeploppt waren. Theoretisch, ja. Können wir mit Sicherheit machen. Können wir mit Sicherheit machen. Ich. Müssen wir im Nachgang irgendwie machen dann. Ja. Jetzt spontan wird schwierig, ne? Aber im Nachgang bestimmt, finden wir bestimmt einen Weg, Oder das zur ob ihr Verfügung zu irgendwie eine stellen. Plattform habt, eben, wo man solche schon so kleine Präsentationen schon irgendwie unter Umständen runterladen kann. Hast du eine, Anne? Ich, warte mal, ich, ja, red mal, ich Okay, organisiere das. den ich mal Ja, in ich der bin Zwischenzeit zurück. vielleicht schon was anderes. Ich habe jetzt zweimal die Frage gehabt, dass eben ein YouTube-Video eingefügt wurde und dann aber eine Fehlermeldung kam, dass das Video nicht verfügbar ist. Was da vielleicht der Fehler ist, ob ihr da irgendwie helfen könnt. Ist vielleicht der Link falsch gewesen. Also da kam es ja drauf, also das funktioniert ja folgendermaßen, dass ich ja über das Symbol, über das Piktogramm und dann über Webvideo hineingehe. Und dann muss es ja auf jeden Fall entweder ein YouTube oder ein Vimeo-Video sein. Und bei der URL, na, ist sie noch drin, genau, es wäre das noch drin, wird dann ja dieses Video angezeigt. Auf jeden Fall mal ein anderes Video ausprobieren, ob es per se nicht geht, kann ich mir nicht vorstellen. Oder aber ob bei dem Link hier irgendwas falsch ist. Weil sobald ich ja wie gerade einen Buchstaben weggemacht habe, bumm, Ja. kommt ja schon diese Fehlermeldung. Also Ja. mir ist da wirklich bekannt, dass es da andere Fehlerquellen geben könnte. Okay. Dann war noch eine Frage, ob man die Möglichkeit hat, diese Folien auch zu schützen. Also damit Kinder bzw. die Schüler, Schülerinnen eben nichts an den Vorlagen verändern können. Leider nein. Also es gibt also keine Schutzfunktion, aber na, geringfügig. Es geht vielleicht auch um das versehentliche Verstellen. Hier oben rechts ist ja dieser Button des Sichtungsmodus. Und wenn ich jetzt mich hier drin befinde, kann ich hier tippen und nichts verändern. Wenn ich durch mutwillig jetzt auf Bearbeiten tippe, komme ich in den Bearbeitungsmodus und dann könnte ich das jetzt hier umbenennen. Was natürlich aber in unserem Beispiel ist, dass jeder Schüler auf sein, so die Schüler alle ein eigenes iPad haben, ihre eigene Datei bekommen. Die wird versendet über ein Lernmanagement-System oder ähnliches oder die wird per AirDrop vielleicht versendet. Was dann Schüler mit seinem eigenen Datei macht, naja, der könnte sein Arbeitsblatt ja auch beschmieren oder ähnliches. Ne? Also, aber um es kurz zu bringen, nein, wir können sie nicht einzeln schützen. Nur vor diesem versehentlichen Bearbeiten. Gerade nochmal, ich weiß nicht, ob das dieselbe Person ist mit dem Video, hat nochmal geschrieben, ich habe das Problem, dass das Video zunächst übernommen wird, aber sich dann nicht abspielen lässt. Also das mit dem Video scheint wirklich ein kleineres, größeres Problem irgendwie zu sein anscheinend. Ja gut, könnte ich nur sagen, ich habe bisher, also das schon auf diversen iPads auch in der Schule öfter gemacht, das bisher immer funktioniert. Hätte ich jetzt so salopp keine Antwort drauf, woran es liegen könnte. In dem Fall neu starten, ausprobieren, vielleicht hat sich Keynote in irgendeiner Hinsicht aufgehangen, aber irgendwas auf achten, dass auf jeden Fall der Link korrekt ist. Ne? In die Befehlszeile, man kann auch entweder über den Teilen-Button das machen, wie die Anne das gezeigt hat, diesen Pfeil, der zur Seite geht, oder aber eine beliebte Sache ist halt auch hier oben einfach in die Adresszeile reinzutippen und hier dann halt über Kopieren oder ähnliches dann Dann das einzufügen, ne? auszuprobieren. Ja. Oder aber mal so bis zum Letzten zu zeigen, dass man hoppala, über den Split View, ach Gottes Willen, wenn man es zu schnell machen möchte, Den Split View ist aber schwierig, ganz oft, weil nämlich. da dann ich weiß, was du sagen möchtest. Ja, gut. Ne? Weil dann über das, dann auch hier diesen Plus. Und also, ich erzähle ich jetzt einfach, jetzt wollen wir mal zeigen. Jetzt ändert sich hier die Leiste oben im Split View und über das Plus und dann auf Video. Webvideo. Zack, könnte ich jetzt hier, ja, was du meinst, den Finger auf die Zeile legen und dann einfach hier rüber wischen. Und wenn das Plus dann dort auftaucht, bumm, kommt das Video. Sollte es tatsächlich irgendwelche Probleme geben, einfach mal schauen, vielleicht nochmal in den Einstellungen.
Ja, Und zumal da dann hat dann noch wieder jemand Software-Update. geschrieben, Entschuldigung, ich will da nicht irgendwie doof einhaken. Die Person hat es nochmal probiert mit einem anderen Video, es hat geklappt und jetzt hat noch ein anderer Teilnehmer geschrieben, dass anscheinend die Urheber da die Möglichkeiten haben, das Einbinden zu sperren. Und das kann natürlich gerade in dem Augenblick so ein Video leider gewesen sein. Anscheinend gibt es da Das kann Abstellungsmöglichkeiten von YouTube-Seiten aus. ja. möglich sein. Ja, okay, das kann möglich sein. Ja. Hatte ich so noch nicht erlebt, aber es ist alles möglich, dass es Ja, sowas das kann gibt. tatsächlich manchmal, also Ne? ich hatte das selber nicht, aber ich erinnere mich, das mal gehört zu haben, dass gerade vor allen Dingen leider Gottes die öffentlich-rechtlichen Sender das Ganze ja, nicht zulassen, Dass sie es blockieren. dass die solche Dinge blockieren. Vielleicht, ich weiß nicht, was es für ein Video war, vielleicht war es eins in der Art. Das ist dann meistens schade. Denn das nutzt man ja auch mal ganz gerne für den Unterricht. Ein Und dann jetzt Musikvideo. noch eine Frage bezüglich, wie man Zeichnungen animiert. Ja. Weil ich könnte das gerade noch schnell. Können wir nochmal machen? Kurz vorher vielleicht. Ich habe einen Padlet erstellt. Ich habe noch nichts hochgeladen in dem Padlet. Ich würde aber einmal dieses Quiz in das Padlet stellen. Dann haben Sie die Möglichkeit, das runterzuladen. Und den Link für das Padlet habe ich jetzt gerade einmal in den Chat reingeladen, sodass Sie einmal drauf tippen, sich das vielleicht abspeichern und wird im Laufe des Tages kommt dann die Keynote. Ja, das ist klasse. Also. Wenn man die Zeichnung erstellt hat, am einfachsten natürlich mit Stift oder wenn der Stift nicht funktioniert, so wie eben gerade, dann haben wir ja auch einmal gezeigt, wie es geht. Ich habe schon wieder vergessen, wenn ich ehrlich bin, aber ich glaube, es war Das über Piktogramm. Piktogramm und Zeichnen. Ich habe ja jetzt hier schon diese Zeichnung. Einmal auf die Zeichnung tippen, sodass die. Sieht man das überhaupt? Nee, Ja, die doch. geben den Bildschirm frei. Wo ist er? Mag Wir mal. sind doch in, du hast nur den. Also man sieht das Kontextmenü, was gerade aufgeploppt ist. Ja, wunderbar. Ach, Du so bist sieht mir man. nur Ach hier so, auf nur unserem wir sehen es Monitor nicht. Okay, anzeigen. gut. Genau, einmal da drauf tippen. So, jetzt gehen wir wieder auf diesen Pfeil nach rechts. Und da sieht man animieren. Und jetzt haben wir wieder diese verschiedenen, also sind wir in dieser Menüleiste mit Animation. Und hier sieht man über Linie zeichnen. Oder. Stimmt ja gar nicht. Also hier sieht man schon, dass Linie zeichnen angewählt ist. Wenn man also auf dieses linke Feld tippt, ich gehe mal auf Löschen, damit das so ist, wie es wäre, wenn man es zum ersten Mal macht. Also auf Aufbau hinzufügen und dann auf Linie zeichnen. Also man hat ja verschiedene Möglichkeiten, erscheinen und so weiter, herunterfallen, was auch immer man machen möchte. Linie zeichnen ist, dass der Stift, den man benutzt hat, das, was man zum Beispiel auch aufgeschrieben hat, man kann ja auch Worte schreiben, alles Mögliche, dass das dann so, wie man es aufgezeichnet hat in der Reihenfolge, dann auch erscheint. Also einmal auf Linie zeichnen tippen. Und jetzt sieht man hier auch schon, dass das ganze Harry Potter Bild, ich mag es gar nicht Bild nennen, einmal gerade schon animiert wurde. Genau. Und dann war noch eine Frage, wie wird die Korrekturfunktion richtig, falsch, probier es erneut, was ihr einmal da hattet, Ja. eingefügt? Bei dem Vergleich zum Beispiel mit den Matheaufgaben war jetzt Ja. eine Frage. Ja, ich zeige das einmal ganz schnell. Das ist ein bisschen komplizierter, weil man sich ja, also es ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Man muss sich ein bisschen eindenken. So, und zwar einmal drauf tippen und dann an der Menüleiste ganz nach rechts, da sieht man Link. So, und da, wenn man auf Link tippt, dann kann man hier verschieden unter Verbindungstyp eine Website. Das heißt, wenn man zum Beispiel auf dieses Feld trifft, öffnet sich eine Website. E-Mail und Telefonnummer ist meistens uninteressant für uns Lehrer, aber Website ist durchaus auch interessant. Aber in unserem Fall ist es Folie und jetzt kann man springen. Also zum Beispiel zur Folie, Link zu Folie, da ist es das erste. Tippen wir mal auf 4. Das heißt, er würde jetzt zu diesem Harry Potter Bild springen. Dann gehen wir auf zurück und man sieht, dass dieser Link funktioniert hat, wenn man unten rechts diesen kleinen Pfeil in blau sieht. Wenn man da einmal drauf tippt, dann sagt er auch, es passiert, gehe zu Folie 4. Man kann das immer ausprobieren, indem man einmal da drauf tippt.
Jetzt bin ich zu Folie 4 gesprungen. Jetzt kann ich natürlich auch wieder zurückspringen, ne, zu Folie 2, je nachdem, wie ich das machen möchte. Und wenn man das einmal abspielt, das heißt, das als Präsentation abspielt, in dem Fall hier oben auf Start tippt, und hier auf ein Hund, und dann öffnet sich Folie 4. Harry Potter Folie 4. Mit der schönen Animation. Genau. Danke. Ja, ich nehme gerne künstlerisch einwandfrei. Genau.